Ich hoffe, ich fange nicht an zu heulen oder so. Das wird niemals was in einer Stunde. Wenn jemand zu mir sagen würde, spring vom Zehner, würde ich wahrscheinlich super lange zögern und ich müsste mich krass überwinden. Aber ich denke, dass ich es am Ende machen würde, wenn ich da vor dem Bademeister fragen kann, wie genau muss ich springen, damit es nicht wehtut. Ich spüre das schnell, wenn andere Leute sich für mich schämen, glaube ich. Das fände ich schlimm, wenn ich der Auslöser für Fremdscham wäre. Das ist deine Challenge. Ich hoffe, du hasst mich nicht zu sehr. Wenn ich groß bin, will ich mal eine Hafenrundfahrt in Hamburg werden. Ich muss dieses Ding tauschen, damit ich eine Hafenrundfahrt mache. Mindestens dreimal tauschen, egal was für eine Hafenrundfahrt, keine Geldspenden und einmal Joker. Ja, und du hast eine Stunde Zeit. Ich drücke jetzt auf Start. Okay, scheiße. Okay, also der Typ bietet ja die Hafen. Ich glaube, ich frage den erstmal. Hallo. Du musst das eintauschen. So lange, bis ich dafür eine Hafenrundfahrt bekomme. Das ist unmöglich. Ich hätte eher gesagt, wenn du blaue Augen hättest, hätte ich gesagt, nehme ich dich so mit. Habe ich nicht. Nein, das ist Pech. Langsbrücken, Brücke 3 bei Firma Prüsse, die nehmen fast alles mit. Auch die braunaugigen. Richtig. Na, dann ist ja gut. Dann kann mir ja nichts passieren. Ich gehe jetzt erstmal weiter tauschen. Entschuldigung, darf ich eine kurze Frage stellen? Nein? Okay. Ich hasse sowas. Ja, also an den Landungsbrücken war es halt mega nervig, weil da waren so viele Leute, aber keiner hatte richtig Bock. Und die, die Bock hatten, die haben irgendwie nur ihre schicken Einkaufstüten dabei gehabt, wo nur wertvolle Gegenstände drin waren, wollten natürlich nichts davon mit mir tauschen. Dies ist deine Challenge! Janis und Carsten brauchen deine Hilfe. Unterstütze sie mit deinem handwerklichen Geschick dabei, ein Fallrohr zu demontieren. Es hängt an dir! Ja, geil! Was ist ein Fallrohr? Also deine Challenge ist heute, dieses schöne Fallrohr zu demontieren. Alles aus dem Seil und am Seil anbinden und ablassen. Ja gut, let's fetz. Klamotten bleiben trocken, der Kopf vielleicht nicht, aber dafür hast du ja noch den Helm. Wie hoch geht es eigentlich heute? Ja, so 12 Meter ungefähr. Ja gut, dann meinte er, wir gehen jetzt 12 Meter hoch. Da habe ich schon kurz gedacht, okay, 12 Meter. So richtig bewusst wurde mir das aber eigentlich, als er mir das Equipment gegeben hat und ich das angelegt habe, weil das wirklich schwer war. Also das hat bestimmt 5, 6, 7 Kilo gewogen. 5, ich bin super schlecht im Schätzen, aber es war echt schwer. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, so hey, okay, hier geht es wirklich um Sicherheit und das kann unter Umständen auch echt gefährlich werden. Vielleicht waren sie heute schon auf dem Dom, haben irgendwie ein Plüschtier geschossen oder sowas. Nein, gar nichts. Nein, gar nichts. Aber nichts hier. Okay. Oder vielleicht würden sie mir ein Bier dafür ausgeben, dass es noch geschlossen ist, dass es dann wieder weiter vertauschen könnte. Wirklich? Oh Gott, das ist so nett von Ihnen. Erster Erfolg. Erfolgreich der erste Tausch. Ich danke Ihnen herzlich. Schönen Tag noch. Beiden. Hat irgendwer von Ihnen hier etwas, was er mit mir gegen dieses Bier tauschen würde? Ein Schirm? Ein Schirm? Braucht sie nicht mehr heute? Wir haben noch einen. Ja, einen. Wir können uns teilen. Wir können uns teilen. Ein Schirm gegen Bier, finde ich total gut. Ja, super. Ich danke Ihnen. Danke. Ja, dann. Prost zum Danke. Und vielen, vielen Dank. Danke. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, kommst du mit nach oben zum Dachausstieg, ne? Hup. Wetter ist top.
Genau, und dann leg dich mal nach hinten. Weißt du, so schön ins Inside. Warte. Hier hin. Genau. Richtig. Kannst dich einfach fallen lassen. Lass dich fallen. Ja. Wie lange habe ich noch? 37 Minuten. Gut, dann weiter geht's. Anna? Kann ich meinen Joker einlösen? Was ist mein Joker? Das ist nicht dein Scheiß Ernst! Es war nur ein Joke, es gibt einen anderen. Oh. Okay, was ist mein Joker? Oh, okay. Der Happy Safari, damit lässt sich, glaube ich, was anfangen. Ich möchte gerne eine Hafenrundfahrt fahren und dafür muss ich diese Sachen vertauschen. Nein, aber es sind hier sogar hier Sweets und so. Nee, okay. Die haben alle keinen Bock. Da war ich dann einfach echt verzweifelt und dachte, gut, komm, dann gehe ich jetzt zum nächsten Kapitän um die Ecke. Kapitän Prüsse war direkt dort und den habe ich dann gefragt. Ich würde gerne Hafenrundfahrt machen. Sehr schön. Was bräuchte ich ungefähr? Also ich habe jetzt schon einen Regenschirm und Haribo Happy Sea Farm. Müssen wir mal schauen, reicht das dem Mann? Müssen wir mal fragen. Das heißt also, was kriege ich jetzt dafür? Happy Safari. Happy Safari und einen Regenschirm. Achso, genau. Ja. Wirklich? Ja, ich würde dann jetzt mitfahren. Unsere Firma. Das ist doch mal was. Genau. Richtig. Kannst dich einfach fallen lassen. Ich kann mich jetzt einfach fallen. Lass dich fallen. Ja. Hand weg. Gut? Ja. Alles fein. Tom? Ein bisschen halt beschiss, muss ich sagen. Also man muss sich auf jeden Fall ein bisschen überwinden, sich loszulassen. Also. Ich muss aber sagen, meine Beine sind ein bisschen unentspannt. Ist das normal? Also ich spanne meine Oberschenkel sehr an. Okay, lass mal locker einfach. Was würde dann passieren? Nichts. Also Fallrohr abmontieren heißt, ich habe mich, ich hing ja im Seil, dann musste ich zuerst mit einer Schraube, mit einer Zange die Schraube aufziehen, dann habe ich die rausgenommen, dann habe ich diese Klammer aufgemacht mit der Zange, dann musste man relativ stark rütteln, damit das Rohr sich löst, dann habe ich mich abgeseilt und dann habe ich das Rohr nochmal rausgehoben und dann haben wir es zusammen runtergelassen und das war eigentlich schon das Fallrohr abmontieren. So. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mega geil. Ja, war geil. Ja, würde ich wieder machen.